Wo wir hier gerade so schön beisammen sitzen, ich habe heute eine Lieferung mit Krimskrams von 4,5 bekommen und habe bei der Gelegenheit einfach mal gedacht, Mensch, lass ich doch noch mal ein paar Sorten Diabolos bei der Gelegenheit mitkommen. Die Dosen kosten alle dasselbe. Das heißt, es ist völlig wurscht, ob ich nun 4 von der einen Sorte oder 4 unterschiedliche Sorten nehme. Man muss, wie gesagt, immer aufpassen, dass da auch 500 drin sind und nicht nur 450 oder 200, weil die Bilder sind alle gleich groß auf der Homepage. Und interessant fand ich zum Beispiel, die sind beide von Cole. Ne? Das ist der Hersteller. Auf der einen, auf den White Basic Dingsbumsen, da steht drauf 500 Stück, 0,47 Gramm, ja, es heißt 0,47 und nicht 0,47. Ich kriege mal die Krätze, wenn ich das höre. 0,47. Wenn es in die Hundertstel geht, dann sagt ihr ja auch nicht 0,475 oder wenn es noch ein paar Stellen mehr sind, 0,148.000 und sowas, sondern es ist 0,47538666 oder sowas in der Art. Durchmesser, ja, 4,5 mm. Energie 7,5 Joule. Das heißt im Klartext, Gewicht, Bleizusammensetzung, Härte, was weiß ich, ist auf bis zu 7,5 Joule ausgerichtet. Derselbe Hersteller, da steht gar nichts. Da steht 500 Stück in 4,5 mm und ein Product Code und das war's. Keinerlei Info. Excite, das sind schöne, glatte, die haben wir noch gar nicht in Kamera gehalten. Könnt ihr aber selber nachgucken. Ne? Auf den, ach, hier hinten steht einiges drauf. Starter, Wodka, Diabolo, das halt ein Barcode. Das sind die Excite, das ist auch so eine Billigmarke. Da steht drauf 4,5, 500 Stück. Auf der Homepage steht für gewöhnlich erheblich mehr. Und da steht drauf H&N Sport GmbH. Mal gucken, was steht denn hier drauf? Sehr interessant. Das heißt, hier steht Cole drauf. Hier steht auch Cole drauf. Und dann Excite wird wohl der Hersteller sein, H&N, ne? Ja. RWS. Remington Winchester. Diabolo Basic kosten auch so viel wie die anderen. Sind schöne glatte, also ungeriffelte. Ich mag ungeriffelte. Nicht irgendwie, weil sie besser schießen, sondern aus Gewohnheit. Ich mag es, wenn es funkelt und glitzert. Zwei davon sind verklebt. Und die anderen sind verschraubt. Alle noch schön blank und glitzern. Kleiner Tipp, ne? Wenn ihr so in den Packungen rührt, das ist manchmal ganz schön schwierig, dann einzelne Diabolo rauszuholen. Viel einfacher. So einfach zu machen, trotzdem braucht ihr mich, um es euch zu sagen. Dieses Geheimnis bleihaltiger Freizeitbeschäftigung. Ja, das ist, dieses Video ist eigentlich nur so eine Erweiterung des bereits vorhandenen. Das sind hier, also diese vier Sorten sind hier auf den Scheiben noch nicht drauf. Hier ist es einfach nur mit jeweils 5 Schuss pro Sorte. Also nicht so 20 Stück, sondern einfach 5 Schuss drauf. Hier dasselbe in grün. Na, hier unten da sind Rundkugeln. Ich glaube, das ist erkennbar. Und das hier sind diese beinharten Speedy Diabolos. Ansonsten bleibe ich dabei. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Streuung durch mein persönliches Gezitter größer ist als die Streuung der eigentlichen Diabolos. Das kann jeder sehen, wie er will. Wenn jemand sagt, oh, diese Diabolos schießen besser als alle anderen, dann würde ich die kaufen. Allerdings gibt es natürlich auch Diabolos. Man kann also für so eine Dose problemlos 5 Euro loswerden, also 4,95. Man kann aber problemlos auch 15 Euro für eine Dose Diabolos werden. Das sei völlig euch überlassen. Was das schon? Das war ein kurzes Video. Reicht es überhaupt? Habt ihr überhaupt schon genug für heute? Mal schauen, vielleicht mache ich ja noch eins. Oder auch nicht. Oder ich verteile die, damit sich das möglichst streckt. So ähnlich wie man, wie soll ich sagen, wenn man so eine Fernsehserie dreht und die Serie hat genug Stoff, nee, wie heißt das noch schön? Das Drehbuch hat genug Stoff für ungefähr 20 Minuten. Dann machen wir also eine Serie draus mit 18 Folgen zu je 45 Minuten. Ne, so wird es im Fernsehen normalerweise gemacht. Ja. Ihr kennt den Spruch, ne? Bis zum nächsten Mal.